Hallihallöchen, meine Freunde. Huch. Und damit herzlich willkommen zurück auf meinem Recyclinghof, auf dem Los Osos Recyclinghof. Bin gerade im Keller hochgerannt. Alter, dicker Mann muss schnaufen. So, Metallschrott, wie sieht's aus? Meine Heizkörper, Landschaft. Oh ja. Sehr gut. Da kommt ein Kunde, den lassen wir mal rein und schauen mal, was es Neues gibt. Ja, was haben wir denn da? Müll. Guten Tag. Ja, was haben wir hier? So viel Restmüll. Ja, gut, okay. Da hat wohl jemand aussortiert. So. Weg damit. Das gibt Geld. Das ist gut. Oh, wir haben schon. Wir können gleich den Container kaufen. Die Presse, die wie auf Presse, 10-mal oder was? Jetzt ist er fertig. Ups, Schür oben drauf geworfen. So. Rumpel, rumpel. Clear Shepper. Ah, kriegt man ja einen Drehwurm hier. Miau. 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 So, und den schmeißen wir ganz nach hinten. Oh, ruck. Kann ich hier? Nein, okay. So, die Dame. Das kostet ein bisschen was. Aber sehr klein. So. 72 Euro. Nein, Dollar, ich weiß. Aber egal, ich sage immer Euro. Oh, oh, was hast du gekauft? Ich sehe es nicht. Oh, Schope, was hast du verkauft? Die Lampe. Oh. Schope hat die Lampe verkauft. So einer. So. Meine Freunde, es ist Zeit für einen neuen Presscontainer. Ja. Der hier. Haushaltsgeräte. Ja, und Wunschfarbe ja auch, ja. Na, rot, ja. Ja, Haushaltsgeräte, ja, genau. Schild? Ah, reicht nicht mehr. Schade, schade, schade. Moment, wo ist der jetzt? Haushaltsgeräte. SPB. Moment, ich muss mal kurz durchscrollen. Hä? Inaktiv. SPB. Haushaltsgeräte. Nein. Hä, hey, was zur Hölle? Moment mal. Tick, 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 tick. Haushaltsgeräte. Ja. Elektrogeräte. Haushaltsgeräte, Metallschrott, Altholz, Altpapier, Sperrmüll. Ein kleiner grüner Sondermüll, Abfall, Mulde. Mulde. Okay. Ich hoffe mal, es hat jetzt funktioniert. Das war jetzt gerade sehr seltsam. Sperrmüll, Altpapier, Altholz, Metallschrott, Haushaltsgeräte. Na also. Und Elektrogeräte. War hier nicht noch was? Nein? Nein, habe ich hier. Okay, gut. Ich glaube, dann passt's. Müssen wir hier. Ist da irgendwo was hier für. Mit von dreckig und so? Nein? Nein, 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 nein. Gut, dann der nächste Kunde bitte. Ich sehe interessante Sachen. Ein sehr Oha. Da war aber einiges dabei. Guten Tag, der Herr. Ja, ja, alter Mann, ja. Aber hier, ne? Sportlicher Mann. Ne? Auch im Alter kann man noch Sport treiben, ja, ja. Sie brauchen das Zeug nicht gleich rumzuwerfen. Okay. Ein sehr agiler Tisch. Nein. Der ist Altholz, ne? Der Container mag auch mal wieder gefüttert werden. So, was haben wir hier? Ein Herd. Mit einem
Danger-Zeichen. Danger-Feuer. So, lass mal sehen. Ding, 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 ding. Drei richtige. Schope. Guck mal. Oh ja. Huch. Sollte eigentlich da hinten. Na egal. So, was haben wir noch? Nochmal. Nein, der ist. Aber ich. Autsch. Ich prüfe ihn trotzdem. Kostet ja nichts. Ja, das habe ich mir schon gedacht. Und das ist dann aber hier ein Haushaltsgerät, ne? Jawohl. Braucht da dringend eine Leiter. So, was haben wir hier? Ein Kühlschrank. Autsch. Kann ich den? Moment. So. Ah, leider auch kaputt. Ist auch ein Haushaltsgerät. Haushaltsgroßgeräte. So. Ein Stuhl. Aha. Was haben wir hier im Koffer? Der ist auf jeden Fall schon mal ein Sperrmüll. Und das hier ist eine Kommode. Die sieht noch relativ gut aus. Stuhl oder Kommode? Was meint ihr? Schreibt es in die Kommentare. Nein, Spaß. Was haben wir denn noch? Oh, ein TV-Gerät. Ja, komm, weißt du. Nee. Weißt du was denn? Aua. Wie bin ich denn da jetzt drüber gesprungen? Na sowas. So, Stuhl kommt, Sperrmüll. Hau ruck. Gut, da sind wir hier fertig. Aber das TV-Gerät. Upsi, da fällt schon der Stuhl raus. Flachbildschirm, Flachbildfernseher. Ah. Na wunderbar. Guck mal, die Leute werfen 150 Euro. Was? Oh ja. Zwei Stück. So, ich glaube, Schope ist wieder voll, ne? Ja. Schope, lass mich raus. Okay. Schope ist wieder voll. So wie man ihn kennt halt, ne? So, Stuhl. Schöner Stuhl. Schöner Stuhl, aber schöner Sperrmüllstuhl. Da haben wir einen Baumschnitt. Einen kleinen. So, den Baum schnitten wir mal hier hin. So. Ja, kann ich vorher ausmachen und er häckselt voll fertig. Das ist sehr gut. Einmal Pappschachtel. Dann. Oh, Wandklimaanlage. Oh, und die ist bestimmt noch. Autsch. Oh ja. Aber Schope ist voll. Freunde, Schope ist voll. Haushaltsgerät oder Elektrogerät? Eigentlich Wand ist Haushalt, ne? Ja. Sobald es an der Wand ist, ist es Haushalt. Was? Kommode. Autsch. Bumm. Sperrmüll. Oder Holz, aber da ist Glas dran. Also Sperrmüll. So, was haben wir noch? Pappschachtel. Ach, da war der Fernseher drin wahrscheinlich. Und so wie das aussieht, keine Originalkarton. So, was haben wir hier? Eine Industriegeschirrspülmaschine. Ah, Schope. Warum bist denn du voll? Aber ist eigentlich Hausrat, ne? Würde ich mal behaupten. Ja, war auch richtig so. So, sollten wir mal laufen lassen. Und da ist gut. Da können wir auch mal laufen lassen. Und Altpapier können wir auch laufen lassen. Und Sperrmüll sollten wir auch laufen lassen. So, es surrt. Oh, ich mag dieses Geräusch. So, der Herr. Hallo. Gebühren bekomme ich keine. Ist okay, Sie können fahren. Tschüss. Ja, machen Sie es gut. Ja, alles gut. So, wie sieht's hier aus? Nicht so gut. Wie sieht's hier aus? Oh, das klemmt aber hart da drin. Und hier? Ja, da ist gut. Ja, und hier? Da haben wir gar nicht laufen lassen. Und hier? Da könnte ich. Ja, komm, ich hole da gleich eine Treppe. Das ist ein bisschen sehr umständlich sonst. Komm her, du.
Verwaltung, Haushaltsgeräte. Einmal eine Eingangstreppe, Einwurftreppe. Und dann können wir auch noch ein Abfallschild machen. Ja. Und die Wunschfarbe gibt es dann später. Ich komm schon, ich komm schon. Bringen Sie mir die Wunschfarbe mit. Das wäre sehr gut. Bitte nichts mehr für Schope, ja? Schope ist voll. Ich höre schon, da drin rumpelt Restmüll. Oh. Oh, aber schön gestapelt. Oh, schön. Hallo. Schön gestapelt, muss ich sagen. So, was haben wir hier? Ein Hoodie. Mutti. Ich hab Mutti. Aber der Hoodie war nicht mal gut. Den habe ich ihn weggeworfen. Habe ich ihn zu den Altkleider gebracht. Und ein Geweih. Ein Sperrmüllei. Oh, wenn man das rantackern könnte irgendwo. Oh, so eine Geweihwand hier so dick, 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 dick. Oh, Moment. Normal sind das ja Tierkadaverköpfe. Aber Geweihe sind auch cool. So. Dedamed. Mild Fresh Paste. Und irgendwas auf Russisch. Und Endamed. Dedamed, Endamed. Hat das irgendwelche... Ach was, was steht da unten? Hell. Moment, ich muss die Schachtel drehen. Das müssen wir uns geben. Hier ist vor Regenschützen und sowas. 24x100 Milliliter. Dedamed. Und hier. Huch. Hell. Gut, ich sag da nichts dazu. Ihr habt's gesehen, bildet euch eure Meinung. Bild dir deine Meinung. Bild. So, was haben wir hier? Eine Jeans. Aber ein Hexler. Nein, Spaß. Die kommen natürlich hier rein, die kriegen Bedürftige. Somalische Piraten zum Beispiel. Die sind immer so schlecht angezogen. So. Ein T-Shirt. Stapf, stapf, stapf. Was ist das? Ein Ofen. Ein Oven. Ein Own Grady. Ein Ofen Grady. So. Einmal da rein. Klingen. Dreimal auf einmal. Die hier kann ich Ihnen leider nicht abnehmen, ne? Die kann ich nicht annehmen. Tut mir leid, die müssen Sie wieder mitnehmen. So, aber den Heizkörper, den können wir nehmen. Und den Wertstoffsack nehme ich auch. So, und was haben wir hier noch? Ein Röhrenfernseher, den brauche ich nicht testen, der ist Müll. Haushaltsgerät. Ja, eine Wandklimaanlage, die hier so an der Wand ist, die oder eine Spülmaschine, die gehört zum Haushalt, aber ein Fernseher nicht. Gilt da das Prinzip, alles was angeschraubt ist? Aber ne, zum Beispiel hier im Mikrowellenofen ist auch nicht angeschraubt, ne? Naja, der gilt auch wahrscheinlich als Elektrogerät. Mikrowellenofen ist kein Elektrogerät, sondern ein Haushaltsgerät. Aber ein Fernseher ist kein Haushaltsgerät, sondern ein Elektrogerät. Das eine macht Essen warm, das andere macht Essen kalt. Wenn man zu lange guckt und das Essen ist schon warm und man vergisst, weil man Fernsehen guckt. Naja, so. Ich tue ihn dir wieder rein. Oh, die ist schwer. Ich wollte die richtig reinpfeffern. So, dann bekomme ich aber Geld von Ihnen. Glaube ich. Nee, krieg ich nicht. Alles gut. Passt schon. Und sie nehmen Sofa mit. Ja, wunderbar. Zu langsam entsorgt Altpapier. Mhm. Nur weil ich die Schachtel angeschaut habe. Naja. Zumindest hat sie das Sofa mitgenommen. Sehr gut. So, Wunschfarbe. Wunschfarbe. Moment, Moment. Einmal. Verwaltung. So, Haushaltsgeräte, einmal Wunschfarbe, jawohl, und zwar rot. Gut, jetzt bin ich glücklich.
Wunderbar, mein roter Hof. Oha. Der Golf ist ja mal vollgestopft bis unters Dach. Da bin ich jetzt mal gespannt. Guten Tag. Was haben wir denn hier? Ja, doch nicht so vollgestopft. Holzkisten. Alte Holzkisten. Von Früchten oder so. Sie sind mir ein Früchtchen. Gut. Wir wollen natürlich nicht jetzt hier lange rumzögern, sonst wird sich gleich wieder beschwert. So langsam entsorgt. So. Ein Altholz. Huch. Ah, ich dachte gerade, Beschädigung im Fahrzeug. So, ja. Ist okay. Tschüss. Ah ja, sie nehmen... Ja, wunderbar. Viel Spaß damit. Ja, tschüss. Nimmt sie den Ständer mit. Den Keyboard-Ständer. Gestell, Gerüst. Ne, war ein Ständer, ne? Keyboard-Ständer, glaube ich. Wow, was war das für ein Riesenlag? Wow. Gut. Oh, Kundschaft, schnell weg. Ich verstecke mich. Niemand findet mich. Ah, doch. Okay. Hat mich doch gefunden. Hat mich gesehen und hat gehupt. So, müssen wir was putzen? Nein, kann ich mich nicht mal mit Putzen drücken. Naja. Chef hat gesagt, ich muss Container putzen. Na, scheiße, ich bin selber Chef. Verdammt. Guten Tag. Was haben wir hier? Ein Bett. Ein Babybett. Kinderbett. Was auch immer. Und sowas hier. Ein Ofen. Den will Schope nicht haben. So. Schope ist da wie nennt sich das? Sehr eigen. So, einmal Baumschnitt. Der Baumschnitt kommt hier rein in den Löwen. Geh da rein. Du Baumschnitt, du. Du Böser. Rein mit dir. Rein da. Verdammt. Hallo, nimm das doch mal anders. Nein, nicht doch so. Ja. Ist da was rausgefallen? Nö. Hänger ist leer. Wandklimaanlage. Moment. Ah, schade, schade, schade. Das wäre aber was gewesen. So, Haushaltsgerät. Ein Kühlschrank. Naja, so schlimm sieht doch der gar nicht aus. Ah, ist aber leider kaputt. Haushaltsgerät. Ja, müssen wir laufen lassen. Ist schon voll. So, oh, was liegt denn da noch? Eine Leggings. Ist die, kann die weg oder haben sie die unterwegs verloren? Oder ausgetragen? Ja, okay. Kann ich ja noch fragen. Und tschüss. Eine Leggings für die Piraten von Somalia. So. Boah, die Dame. Sie haben da noch ein bisschen vom... Naja, sie wissen schon. Und so. Ne? Aber ist okay. Tschüss. Gebt mich nichts an. Wer koksen will, Zufriedenheit steigt. Ja, das, da sieht man es wieder. Wenn wir uns die Nase nicht, wenn wir unsere Nase nicht in Dinge stecken, die weiß wie Schnee sind im Sommer, dann, ja, freut das die Kunden. Und das freut mich. Oh. Oh. Geil. Crash. Match. So. Haben wir es zu putzen? Nein, 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 nein. Oh, doch. Juhu. Nein, nicht juhu. Es nervt, aber ja. Ja, Moment. Bin gleich soweit. Nicht. Lass mir auch extra viel Zeit. Aha. So.
Könnte es sein, dass der Timer wieder von vorn anfängt, wenn wir den Bereich verlassen? Ich frage meinen Freund. Aber das ist ja nicht Bereich verlassen, wenn ich hier entlang schleiche. Aber jetzt war es Bereich verlassen. Und jetzt wieder. Naja. Na los, werd sauber, dummes Ding. Na also. Was rumpelt da so? Die anderen sind sauber, ne? Völlig random, wie die Sachen dreckig werden. Ja, vor allem, weißt du, hier die Container. Alles voll die Gammeldinger. Aber jeder zerkratzt und kaputt und beschädigt. Der kaputt. Das Ding hier. Ja, naja, der Container voll versaut. Und das Ding ist eigentlich auch relativ dreckig. Reifendreckig. Aber der hier. Fast neu. Da haben wir uns was gegönnt, ne? So. Dann schauen wir mal, was der Kunde dabei hat. In der nächsten Folge, wenn es wieder heißt, Time to Play. Mein Recyclinghof. Bis dahin, macht's mir gut. Tschüss.